Liebe Schwestern und Brüder, das Motiv der Heilung, das wir am Beginn der ersten Adventwoche, dem wir am Beginn schon begegnet sind, taucht heute am Ende der ersten Adventwoche noch einmal sehr kräftig auf. In beiden Texten, sowohl im 30. Kapitel des Jesaja wie im Matthäusevangelium. Advent als Heilung. Aber was bedeutet denn Heilung? Manchmal hat man den Eindruck, sofern wir überhaupt noch den Advent in rechter Weise halten, das ist dann so ähnlich wie ein Hollywood-Film oder wie ein Wunschkonzert. Jeder hat ein paar Wünsche frei und die gehen am Schluss, wenn der Advent sich erfüllt, alle in Erfüllung. Das ist dann so etwas wie ein Schlaraffenland oder sowas ähnliches. Nein. Deshalb halten wir den Advent, dass wir uns den Wünschen Gottes anpassen. Denn das, was dem entgegensteht, was das Evangelium und die Lesung Krankheiten, Leiden nennen, das ist das, was diese Erde zerstört, was unser eigenes Leben so obsessiv macht und es oft genug bis in die Wurzeln hinein kaputt macht. Worunter wir leiden, ohne es manchmal klar zu wissen. Das ist das Erste, nüchtern hinzuschauen. Es braucht eine sehr klare Diagnose, die wir heute nicht selten einfach verweigern. Wir definieren Dinge einfach um, weil sie so angenehmer sind. Und wir wollen ja auch niemandem wehtun. Aber das ist keine Heilung. Deshalb so wichtig, den Advent als Zeit der Heilung zu begreifen. Dass wir selber auch in unseren Wünschen gereinigt werden. Es geht nicht darum, einen fantasievollen Wunschzettel auszufüllen im Advent, sondern das Wort Gottes so neu zu hören, dass es uns selber erfasst und umgestaltet, auf Gottes gute Absichten hin. Eng mit der Heilung verbunden ist das Motiv des Lehrens. Christus kommt als Lehrer, der uns einweist, klar einweist in die guten Absichten Gottes und wie der Weg geht, dem wir folgen können. Und der wirklich zum Ziel führt. Das ist ja das Merkwürdige auch im Evangelium, das taucht auch an anderen Stellen auf. Jesus sieht den Menschen, auch heute, die Erschöpfung ab. Was tut er? Es gibt eine Stelle, wo es dann heißt, und er lehrte sie dann. Ist das nicht ein bisschen unverschämt? Wenn Menschen erschöpft sind, was würden wir heute tun? Heute sehen wir sie auch. Hier, wir brauchen nur aus der Kirche heraus zu gehen oder manchmal uns hier rechts und links umzuschauen. Wir sehen erschöpfte Menschen. Was machen wir? Wir sagen, ach komm, wir spendieren eine Pizza, dann geht es denen gleich besser. Weil wir machen ihnen ein nettes Hemd. Und er lehrte sie dann. Jesus sieht, was Menschen wirklich brauchen. Und was zu ihrer Erschöpfung letztlich führt, das ist die klare Diagnose, die er bringt. Wenn wir heute den ersten Bischof von Trier feiern, Eucharius, und diese adventlichen Texte auf seinen Tag feiern, dann denke ich, wir könnten uns manche sogenannte zeitgenössische Verrenkung sparen, wenn wir mal wieder ins Evangelium schauen und der Stimme der Propheten zuhören. Christus kommt als Lehrer. Und indem er lehrt, heilt er. Er sieht auch unsere Erschöpfung. Und er zeigt uns den Weg der Rekonvaleszenz, des Gesundwerdens, indem wir ihm entgegenkommen, auf einem Weg, auf dem er uns schon lange voraus ist, uns entgegenkommen.